Am 12. März 1624 erhebt Kaiser Ferdinand II. Die böhmische Herrschaft Friedland neben 57 anderen Gütern des Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein zum Fürstentum. Wallenstein selbst wird der Ehrentitel seiner Liebten verliehen. Der Friedländer, wie der berühmte Feldherr genannt wird, erreicht damit einen neuen Höhepunkt seines wechselvollen Lebens. Geboren ist er im September 1583 als Sohn einer böhmisch-protestantischen Adelsfamilie. Nachdem er im Alter von 13 Jahren zum Waisen geworden ist, kümmert sich ein Onkel um die Erziehung des jungen Wallenstein. Ab 1600 bereist der zukünftige Heerführer weite Teile Europas. 1604 tritt er in den kaiserlichen Dienst des Hauses Habsburg. Er zeichnet sich bei einem militärischen Einsatz gegen die Ungarn aus und wird zum Kämmerer ernannt. Auf Drängen eines jesuitischen Beichtvaters konvertiert Wallenstein zum katholischen Glauben. Dafür vermittelt man ihm die Heirat mit der alten, aber reichen Witwe Lucretia von Witschkow. Als sie 1614 stirbt, erbt ihr junger Gemahl großes Vermögen und riesige Ländereien in Mähren. Wallenstein bedient sich seiner reichen Mittel, um sich die Gunst des zukünftigen Kaisers Ferdinand zu sichern. Als dieser im Krieg gegen Venedig in Bedrängnis gerät, eilt ihm der Friedländer mit einem auf eigene Kosten ausgerüsteten Heer zu Hilfe. Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges wird Wallenstein, inzwischen mit der Tochter eines einflussreichen Beraters verheiratet, Oberbefehlshaber einer neuen Armee. Mittels eines bis dahin ungekannten Prinzips gelingt es ihm, ein an die 70.000 Mann großes Heer aufzustellen. In allen Teilen des Reiches wird systematisch Geld eingetrieben. Den Rest streckt Wallenstein selbst aus den Erträgen seines mustergültig geführten Herzogtums Friedland vor, um sich später durch Beschlagnahmungen und Steuern in den besetzten Gebieten zu entschädigen. Auf diese Weise wird er zum reichsten und mächtigsten Untertan des Kaisers, der von dem erfolgreichen Feldherrn militärisch und finanziell abhängig ist. Am Regensburger Reichstag 1630 erreichen die um ihren Einfluss besorgten Reichsfürsten die Entlassung Wallensteins. Er zieht sich widerspruchslos ins luxuriöse Privatleben zurück. Doch als in der Folge die Schweden fast ganz Deutschland erobern, macht Kaiser Ferdinand den widerstrebenden Wallenstein erneut zum obersten Feldherrn. Ein 100.000 Mann starkes Heer wird aufgestellt und Bayern befreit. Wallenstein schlägt große, aber letztlich unentschiedene Schlachten gegen die schwedischen Truppen. Er nützt seine großzügigen Privilegien und Vollmachten zu eigenmächtigen Verhandlungen mit dem Feind, was den Kaiser misstrauisch macht. Im Januar 1634 wird Wallenstein als Hochverräter geächtet und sein Heer an den Befehl der Generäle Piccolomini, Gallas und Aldringen verwiesen. Als sich immer weniger Obristen zu ihm bekennen, zieht sich Wallenstein mit den letzten Freunden in die Burg von Eger zurück. Dort werden diese von den Kaisertreuen bei einem Bankett getötet und Wallenstein selbst wird von einem seiner Hauptleute erstochen.